Es ist ein Kampf um die Punkte im Stadion Rote Erde hier in Dortmund. Die U23 vom BVB möchte den Abstand auf RWE wiederherstellen. Ein Sieg ist vonnöten, dann wären es 3 Punkte. Und Bergisch Gladbach steht auf Tabellenplatz 21. Bedeutet also ein Abstieg, sollte man die 5 Punkte auf Homberg, Bonn und Aalen nicht irgendwie reduzieren können. Die Gäste in Rot von rechts nach links mit Friesdorf. Weigelt dazwischen, gutes Tackle vom Innenverteidiger. Bergisch Gladbach zeigt direkt in der Offensive Präsenz. Dortmund braucht 25 Minuten bis zur ersten Aktion. Bakir, gut durchgesetzt, rechts startet Dotti. Das 1:0, sein 11. Saisontreffer. Der Mittelstürmer steht goldrichtig im von Enrico Maaßen wieder aufgestellten 3-5-2-System. Spielt Dortmund aktiv, gerade die Konter wunderbar aus. Hier sehen wir das Paradebeispiel und Lohmann hat bei diesem Abschluss keine Chance. Eckball Bergisch Gladbach durch den Japaner Odagaki. Abgefälscht im Rückraum wartet Dogun. Viel mehr gibt's nicht zu sehen in den ersten 45 Minuten. Enrico Maaßen kann es diese Saison tatsächlich mal schaffen, aus der Regionalliga in die dritte aufzusteigen, nachdem es mit Rödinghausen aus Lizenzgründen nicht geglückt ist. Bergisch Gladbach wieder aus der zweiten Reihe, auch in der zweiten Halbzeit. Hier meldet sich der beste Stürmer Dogun das erste Mal aus der Distanz. Beide Mannschaften weiterhin kämpferisch. Bakir, klasse durchgesetzt. Wanner. Sieht Tigges, den muss er eigentlich machen. Steffen Tigges, aber auch 6 Bundesliga-Einsätze helfen dem Kapitän hier nicht, den Ball unter die Latte zu drücken. Weiter Ball von Unbehauen. Sucht Knauf, gerade erst eingewechselt. Klasse Tempo und klasse Pass von Ansgar Knauf. Tigges macht das clever, sieht in der Mitte Wanner. 2:0 für den BVB. Ein wunderschönes Tor. Es ist die schon 15. Torvorlage von Steffen Tigges. Aber wie war das denn inszeniert von Ansgar Knauf? Der Youngster zeigt, warum er in Dortmund so begehrt ist und auch schon in der Bundesliga und Champions League zum Einsatz kommt. Für Wanner ist es dann nach der pragmatischen Vorlage von Tigges das 8. Saisontor. Und sie haben noch Lust auf mehr. Wanner, Knauf, abgefälscht und jetzt Tigges, wunderbar zum 3:0. Jetzt hatte er es aber auch einfach nach 73 Minuten, zerfällt die Abwehr von Bergisch Gladbach, die so lange standgehalten hat. War natürlich auch etwas Glück dabei. Haider, der Knauf anschießt. Tigges muss nur noch den Fuß hinhalten. Spitzt ihn hier an Lohmann vorbei. Es ist das 21. Tor des Stürmers. Nächster Eckball. Weigelt per Kopf nach der Flanke von Wanner. Dortmund ist kurz vor dem 4:0. Nochmal Tigges. Und Knauf mit der Chance. Lohmann reagiert glänzend. Bei den 3 Gegentreffern konnte er nichts machen. Hier ist er zur Stelle. Dann gibt es noch diesen Zweikampf von Weigelt und Till im Dortmunder Strafraum. Schiri Ulankiewicz entscheidet auf Elfmeter und gelb für Weigelt. So gibt es dann nochmal die Chance für Serhat Koruk. Macht er! 3:1. Sehr souverän, der Stürmer nach 88 Minuten mit seinem 20. Saisontor und ist damit weiterhin einer der besten Stürmer der Liga. Die Mannschaft von Helge Hohl versucht daraufhin nochmal alles, zumindest für die Tordifferenz. Odagaki und Lunga nochmal. Kommt zweimal nicht richtig hinter den Ball, dann kann die Szene auch nichts mehr einbringen. Am Ende des Tages bleibt es beim 3:1 für die U23 des BVB. Niedergeschlagene Bergisch Gladbacher müssen sich den Tatsachen fügen, dass Dortmund die Punkte mitgenommen hat und so wieder Abstand auf RWE gewonnen hat. Der Meisterschaftskampf bleibt bis zum Ende spannend.